Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Solar Light and Lunar Dark. Ja, Freunde, wir haben es geschafft. Im letzten Part haben wir Victory Isle absolviert und sind nun endlich hier im Ricotto Village League angekommen. Und nun sind wir gerade dabei, hier auf den Kampffeldern noch gegen ein paar Trainer zu fighten. Ich würde sagen, wir machen dann nochmal direkt da weiter und bereiten uns auf die Liga noch etwas so vor. Ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, kann man gegen die mehrmals kämpfen. Ich kämpfe gegen die allerdings nur einmal. Alle. Sollte dadurch genügen. Autsch! Direkt einen Burn geklatscht bekommen. Sehr schön. Alter. Okay, Kaguya, du bist wieder dran. Oh, Toxitoad, da brauchen wir Maxi. Mann, aber ich freue mich mega. Jetzt kennen wir also schon zwei Top-4-Mitglieder. Aber diesen Jungen da, wirklich, den habe ich echt nicht mehr auf dem Schirm gehabt, also. Ja, so kann es manchmal laufen. So, nehme ich das mal kurz ab. Denn jetzt wird mal wieder der Paul gelevelt. Wait a minute. Schon besser. Sehr schön, der ist raus. Ah, Eisattacke. Oh, hör doch mal auf damit, Alter. Das nervt. Ja.
So, wir haben jetzt noch Pflanze und wir haben noch Wasser. Och nein. Da spielt der natürlich übelst so gute Regentanz. Feuerattacken werden jetzt abgeschwächt. Two-Shot? Three-Shot sogar, wenn der Ring nicht nachlässt. Ach, danke. Bam und tschüss. So, du bist dann der Letzte. Oh, fail. Das wollte ich nicht. Ja, und der übersteht das sogar, Alter. Das wollte ich. Danke, geht daneben. Oder schlägt fehl. Holy shit, Alter. So, jetzt würde ich gerne eben noch Flux ein paar Items hier verteilen. Oh, Schwächeschutz. Na, schauen wir mal gleich. Den gebe ich auf jeden Fall schon mal Craze. Alright. Das Muskelband wird Maxi erhalten. Den Dragonfang erhält Sephiron. Jetzt brauche ich noch was für Ali, Paul und Kaguya.
Shit, was machen wir denn da? Na, es bringt leider nichts. Oder soll ich das hier wem geben? Den Schwächeschutz. Ali, Paul und Kaguya habe ich noch. Okay, ich glaube, den Schwächenschutz überreiche ich mal. Doch, das ist clever. Ali, gebe ich den. Jetzt brauche ich nur noch was für Paul und Kaguya. Ja, Freunde, entschuldigt das bitte, aber ich muss schauen, was ich hier noch gut verteilen könnte. Ist das blöd, Alter. Ich habe für die zwei leider nichts. Wobei, den könnte ich höchstens noch irgendwem von euch beiden geben. Physisch. Ja, okay, das geben wir Paul und Kaguya. Okay, ich habe eine kleine Idee, was wir da machen könnten mit Kaguya. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Kaguya ist dafür zuständig, uns Money zu geben. Ja, sorry, eine bessere Idee habe ich hier gerade nicht. Alright. Die Items stehen. Die Teams stehen. Ich bin bereit. Der Rest hier ist bereit. Und ich hoffe, ihr seid es auch. Ganz ruhig, wir kriegen das hin. Aber seid gespannt, Freunde, da wird eine Menge auf uns zukommen. Verdammt viel sogar. Weil ich glaube, wenn wir da jetzt einmal reingehen, man kann dazwischen nicht aufhören. Man muss es entweder durchziehen oder man verliert das Ding. Oh, stimmt. TMs könnte man vielleicht noch verteilen.
Ja, halt das. Halt noch ein paar Vorbereitungen auf die Liga. Oh nein, jetzt sag nicht, dass hier ist der Pokémon-Markt. Fail. Ich hab den nicht gesehen, Alter. Nee, dann würde ich doch noch ein bisschen weiter hier vorbereiten, weil es ist immerhin die fucking Liga, Freunde. Salchok, Hail, Hagel, Gift brauchen wir auch nicht wirklich, Blizzard auch nicht, Boost, nee. Nee, Shadow Ball brauche ich eigentlich auch nicht wirklich. Flame Prover haben wir bereits, Fire Blast brauche ich nicht. Rock Tom können wir bereits. Ich glaube, für Ali wäre dieser Move hier nicht verkehrt. 55. Ja, nehmen wir mal Pack dafür raus. Oh, vergiss es. Das kannst du sowas von vergessen. Wir machen hier nicht den Date raus, Naruto, Alter. Schauen wir mal weiter. Nee, ich glaube, allzu mehr können wir hier nicht machen. Gut, Freunde. Wir registrieren uns. Hello. Can you tell me your name? Ah, you are Marcel. And you are on my list. Are you ready to take part in the Ricotto League? Ja, wir sind es. Wir sind bereit. Okay, I open the gate for you. Good luck. Jetzt bin ich mal gespannt, wer auf uns warten wird. Wait, what? Warte mal, ich glaube, das raff ich erst jetzt. Ich glaube, das ist ein richtiges Turnier, Alter. Wo erstmal normale Trainer gegeneinander antreten, so 16, 32, 64. Und wo dann der Beste ermittelt wird, der dann wahrscheinlich gegen die Top 4 antreten darf und dann gegen den Champ. Okay, das ist geil. Dickes, fettes Pluspunkt an dieser Stelle, weil das habe ich in den Pokémon-Anime schon geliebt. Und auch in Schwertschild, dass es da ein richtiges Turnier gab. Gefällt mir, Alter. Ah, und da ist auch der gute Rick. Ach, du bist ja also der Älteste. Tja, Rick, aber ich hab's auch geschafft. What? Marcel, you've made to the leech too? I'm really surprised. Never tough a weakling. Like you could make this far. Haha. I just hope the other participants are not as weak as you. Haha. That would be an easy win for me. Ey, ich bin noch nicht fertig.
Kyra, we made it. We are in the Rikoto Pokemon League. I always thought you can do that, Rodney, but that I would get so far. That's so wonderful. Oh! Oh, that's you, Marcel. You're already here. Marcel, wow, this is it. We made it to the Rikoto Pokemon League. All three of us. Oh, oh, the redhead is there too. Who call you redhead? Orangina. Calm down, boys. We have come so far and been through so much. We deserve to be here. I just hope we don't get into the same groups. Warte mal, es gibt Gruppen? I hope I win. I really wanna battle the Elite Four. Ah, I'm so excited. Dream on. I will battle the Elite Four after my great victory. Even making it this far is a great achievement. Making it to the end, well, I hope one of us do. Welcome to the Rikoto Pokemon League. We are ready to start. So if you follow me, we can get things underway. Yes! Let's give all we've got. Und das sind die Teilnehmer, liebe Freunde. 16 an der Zahl. Welcome everyone to the Rikoto Pokemon League. We have some exciting and intense battle to be had, so let's get started. I'll explain the rules of the league. All of the trainers will be randomly put into one of four battle groups. They will compete against each other until there is one winner and second place from each group. Hä? Der Trainer da links neben mir sieht ein bisschen seltsam aus. Ich glaube, den habe ich noch nie wirklich gesehen. Then those four winners and four second place will be in the quarterfinals. The four winners of that round are into the semifinals. And the two winners of this round will be in the Rikoto Pokemon League Final. Hm. Aus 16 werden 8, aus 8 werden 4, aus 4 werden 2 und aus 2 wird einer. This is Group A. This is the group of Pokemon trainer Rick, Cowgirl Jessica, Fisherman Nathaniel, and Psychic Paul. This is Group B. This is the group of Hiker Morgan Battle, Girl Carla, Fairy Tail Girl Faria, and Pokemon trainer Rodney. This is Group C. This is the group of youngster Eric, Artist Court, Rich Boy Chuck, Aroma Lady Blair. This is Group D. This is the group of Pokemon trainer Kyra, Punk Guy Pius, Backpacker Reyna, and Pokemon trainer Marcel. Oh, ich bin mit Kyra in einer Gruppe. We will start with the battles of Group A. All other participants, they are not in Group A. Please go back to the waiting area. You can watch the battles in the TV. Holy shit. Holy shit. Ja gut, Freunde, ich würde da mal sagen, wie es dann hier so weitergehen wird.
mit dem Ligastart und allem. Das erfahren wir dann beim nächsten Mal von Pokémon Solar Light and Lunar Dark. Ciao!